Im Salzburger Tennengau versteckt sich ein kleines Naturjuwel, der Trattberg mit seinen Almen. Das Ausflugsziel vor den Toren von Salzburg bietet ein Naturerlebnis für jede Generation. Über die Panoramastraße geht es von St. Koloman hinauf Richtung Trattberg. Ein zentraler Ausgangspunkt ist gleich die erste von 4 bewirtschafteten Hütten, die Enzianhütte. Die Hütten gehört 18 Almbauern dieser Agrargemeinschaft und die haben sich entschlossen, dass wir die Hütten auch neu bauen. Die Wurzeln der Hütte gehen zurück bis ins 18. Jahrhundert. Bewirtschaftet wird sie seit dem Jahr 1962. Der Neubau erfolgte 2019. Für die Gastfreundschaft und Kulinarik zeichnen Andrea Orten und Klaus Engelseder verantwortlich. Das vierte Paar aus Niederbayern kommt ursprünglich aus der gehobenen Gastronomie. Übernommen haben die zwei die Enzianhütte Anfang Dezember letzten Jahres. In dem vorherigen Betrieb, das war doch ein bisschen größer und da sind halt die Waren aus der ganzen Welt gekommen und das geht halt auf den Geist. Und das ist für mich auch immer auch so ein Beweggrund gewesen, dass es alles kleiner wird, dass wir auch so eine einfachere Geschichte machen und dass das ja, auch wieder, ja, dass man das wieder gern tut. Und dann kommt da wieder was Gutes raus. Gelebte Gastfreundschaft und traditionelle, handwerklich selbstgemachte Speisen sind das A und O von Andrea und Klaus. Das schätzen sowohl Einheimische wie auch Touristen. Dass sie aus dem Nachbarland Bayern kommen, war nie ein Thema. Also, dass man kein Österreicher nicht haben oder wie du sagst, Tennengauer, überhaupt kein Problem nicht. Also, wir sind sehr, sehr gut angenommen worden. Und nein, also es ist kein Nachteil, dass wir Bayern sind, dass wir jetzt in Österreich sind. Die Enzianhütte ist ganzjährig mit dem Auto über die Panoramastraße erreichbar und Ausgangspunkt zahlreicher Aktivitäten. Ob Gipfelwanderung, eine Skitour im Winter oder einfach nur die Aussicht genießen. Wer es sportlich mag, geht die 40-Minuten-Tour über den 5 Minuten entfernten Klettersteig. Eigentlich war der Grund, dass wir unseren Kollegen da das erste Mal für einen Klettersteig begeistern wollten. Und das passt natürlich auch ganz gut, dass die Enzianhütte da ist. Da kann man natürlich dann, nachdem man den Klettersteig geschafft hat, gute Erfrischung gönnen. Auch für Einheimische ist die Hütte ein beliebtes Ausflugsziel. Man kommt regelmäßig rauf als Taugler, vor allem am Wochenende bei einem schönen Tag. Und die Wirtsleute sind extrem gastfreundlich und wir freuen sich jetzt mal, wenn wir rum sind. Das Essen ist gut. Die Saison auf der Enzianhütte ist ganzjährig. Geschlossen ist sie nur für ein paar Wochen im November bzw. April. Auch beim berühmten Salzburger Schnürdelregen lässt er sich in der Gaststube aushalten. Die Wirtsleute haben aber nicht nur à la carte Geschäft. Sommersaison sehr gut läuft schon an. Wir haben sehr viele Veranstaltungen mit dazu gekriegt, also ein Taufen, Hochzeiten schon Aroma gehabt und so mit den à la carte dann eben dementsprechend auch oder eben die Wanderer, die sie jetzt da haben. Wer nicht nur gemeinsam die Aussicht genießen will, sondern auch gemeinsam in die Zukunft schauen möchte, hat seit 2 Jahren die Möglichkeit, am Berg zu heiraten. Ganz offiziell mit dem Standesamt St. Koloman. Und zum Feiern ist die Enzianhütte auch nicht weit entfernt.